2-1 gegen Nürnberg. Freunde, erste Minute, Tor, direkt wieder Tor, alles lief super und dann drehen sie all durch und der Schiri dreht auch durch und dann ganz knapp noch 2-1. Freunde, meine Nerven, das mache ich auf Dauer immer, also hier wärst du nicht alt, Freunde. Aber 30 Punkte sind wir jetzt 11. Jetzt sind wir im Mittelfeld angekommen. Und jetzt, pass auf, ich hab einen Gag. Wie sieht ein lauterer Marienkäfer auf? Ist doch klar, der hat keine Punkte. Gut, gell? Das ist mir vorhin so eingefallen, aber ist auch egal. Jetzt wollen wir mal gucken, wir fragen, wie die Mainzer das so gesehen haben. Ja, wir haben ganz klar 7-1 gewonnen. Ne, das war Bayern, du. 4-4 ging's aus, habe ich auf der Anzeigetafel gesehen. Ach, das waren die Eckbälle. Jetzt warst du im Sender, bin ich denn jetzt? Allgemeine Atz, Zeitung. Atz. Doch, Zeitung. Atz TV. Nee, also Mainz ganz klar verdient, gewonnen. 4-0, 5-0. Aber wir haben wieder 3 Tore geschossen. War das ein Elfer vom Zidane? Nee, gell? War Schwalbe, oder? Das war ein Elfer. Vom Zidane? War es Spiel? Nicht vom Zidane, vom Solo. Ja, ja, das war ein Elfer. War ein Elfer. Wo ist denn der 5-Trikot? Ja, das habe ich heute nicht da an. Warum nicht? Weil heute Spieltag ist oder was? War mir zu kalt. War mir zu kalt! Hi, I speak English. Ah, you speak English? You're from England? You're from... Where are you? South Africa. South Africa! Auf Deutsch Südamerika. What? Finland. Finland? Yeah. Liegt auch bei Südamerika. Finnland liegt auch in Südamerika. How long do you stay in Mainz? 4 months. 4 months? 1 year? Yeah. And where you live in Mainz? I live in Ingelheim. You live in Ingelheim, that's not Mainz, for your information. In Hexheim. Hexheim! Say it again, please. Hexheim. Hexheim. Yeah, in Mainz we say Hexem. Can you say Hexem? Hexem. Hexem, yeah. And you live in Ingelnum. You say Ingelnum. 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 And where do you live? I live in Hexem. Oh. Hexem, very good. And you? Katrai. K3. This is a mountain. K3 is a mountain. What? Studentenwohngemeinschaft. Studentenwohngemeinschaft. Was a Wort? Es gibt. What's the name in English for Studentenwohngemeinschaft? The word. In English for Studenten. Dormitory. What? Dormitory. In English ist ganz kurz Dormitory. In Deutsch heißt es Studentenwohngemeinschaft. And where do you come from? I come from South Korea. Portugal. Frankreich. You are very international here, Freunde. Das ist Mainz. Verstehst du? International haben wir gegen Nürnberg gewonnen mit Portugiese. Und alles kommt aus Südamerika, South Africa. Ich kenne Weine. Wir mal Foto. Weißt du, mit in der Aufnahme wollte die mal ein Foto machen? Mit so einem uralten Sony Ericsson Handy. Ja und? Das erkenne ich. Dann machst du mal Bilder. Da kennst du. Hä? Da kennst du. Ja, kotzen könnte ich. Nein. Du machst ein Bild von mir und kennst den Schluss vom Schnellschuss nicht. Wie sagen wir am Schnellschuss immer? Mainz 05! Weine kenne ich. Weine kenne ich. Weine.